willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Try-on-Haul heute mit Klamotten der Marke Rock'n'Romance. Erstmal schön, dass ihr wieder da seid für alle Neuen hier. Lasst gerne einen Daumen nach oben einmal da, aber auch ein Abo, denn das wäre mir persönlich sehr wichtig. Und wir beschäftigen uns, wie gesagt, heute mit der Firma Rock'n'Romance oder mit dem Brand Rock'n'Romance, von denen ich 3 Teile zugeschickt bekommen habe. Und werde da einmal meine Meinung darüber kundtun und das natürlich auch anprobieren. Und erstmal, was ist denn Rock'n'Romance? Das ist ein kleines Unternehmen mit Sitz in den UK. Das ist ein familiär geführtes Unternehmen. Und die haben auf ihrer Seite nicht nur ihre eigenen Sachen von Rock'n'Romance eben, sondern auch sämtliche andere Brands haben auch so ein bisschen Accessoires für zu Hause und so von, was habe ich gesehen, Tassen und Handtücher und auch so ein bisschen Kosmetik von Le Coeur Cosmetics, also das sind dann Lip Paints, Puder und das ist, glaube ich, auch alles vegan, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe selber auch meine Augenbrauenfarbe von denen und das findet ihr im Endeffekt auch alles auf der Seite von Rock'n'Romance. Also guckt da gerne mal durch. Ich hau euch den Link einmal in die Videobeschreibung. Ich hatte schon ein paar Klamotten von denen und die sind auch immer sehr schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es ist ja oft sehr sommerlich und einige Sachen sind aber eben 100% Polyester. Manchen Leuten macht es nichts aus, das ist auch gut so. Ich persönlich bin so ein kleines Schwitzilein. Ich schwitze leider sehr schnell. Mir ist sehr schnell warm. Ich bin einfach so ein kleines Winterkind auch. Und deswegen ist für mich 100% Polyester oft so ein bisschen schwierig. Aber trotzdem gibt es wunderschöne Klamotten, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Und eins davon ist dieses tolle Kleid hier, das so japanische Fächer oder asiatische Fächer. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie, nicht, dass ich da irgendwelche Ländergeschichten durcheinander bringe. Aber ich glaube, es war Japanese Fan Print oder so. Das ist im Endeffekt der Print. Das Kleid ist wirklich wunderschön. Es ist auch super angenehm eigentlich zu tragen. Es ist ja sehr leicht. Es hat einen Gürtel mit dabei, der das Ganze ganz toll ergänzt. Und obwohl es schwarz ist mit Mustern drauf, hat es trotzdem irgendwas super Sommerliches. Ich finde es richtig schön. Es passt auch sehr gut. Also ich konnte mich wunderbar auf die Größenangaben verlassen, die auf der Internetseite von Rock'n'Romance angegeben gewesen sind. Und auch die Länge ist okay. Ich bin ja 1,78 Meter groß und ich finde es schon immer schade, wenn manche Marken wirklich so super kurze Klamotten machen. Verkaufen, anbieten, wie auch immer. Also die wirklich so super kurz sind. Vor allem, weil, ich meine, klar, es ist nur Vintage oder Retro inspired, aber nichtsdestotrotz denke ich mir halt, damals war das ja wirklich viel länger. Also das war ja wirklich so Mitte Wade eigentlich. Und das sind ja mindestens 20 cm Unterschied oder so. Also warum kann ich nicht so einen Mittelweg finden zwischen diesen aktuellen Längen, die ich persönlich einfach nicht schön finde, von der Proportion des Körpers her und dem, wie es mal gewesen ist. Also wenn man sagt, man will sich nur orientieren, aber es nicht genauso machen, warum nimmt man nicht dann so die Mitte zwischen modern und alt? Das ist dann für mich so vintage-inspired. So, you know what I mean? Bei dem Kleid ist es auf jeden Fall noch in Ordnung. Also es geht sehr viel schlimmer und mit 1,78 Meter bedeckt es gerade so mein Knie. Das ist für mich so das Mindeste, wie ein Kleid oder Rock lang sein muss. Und damit bin ich auf jeden Fall happy. Was auch noch mit dabei war, war einmal dieses kleine süße Gimmick. Und zwar sind das 2 Ohrclips, so kleine weiße. Ich würde sagen, das sind so Blüten oder sowas ähnliches. Das sind auf jeden Fall wunderschön. Einziges Problem ist natürlich, ich habe ja gedehnte Ohrlöcher und kann die deswegen nicht dran tun. Das heißt, wenn wir mal hier die 5K erreicht haben auf meinem YouTube-Channel, früher oder später in 3000 Jahren oder so, dann werden die hier wahrscheinlich, vermutlich, bestimmt sogar wahrscheinlich mit reinwandern in die Giveaway-Gewinnspiel-Gewinnerbox. Denn ich habe es ja schon mal gesagt, sobald hier 5K erreicht sind, gibt es ein Gewinnspiel. Genauso wie es ein Gewinnspiel geben wird, wenn 10K erreicht sind. Es gibt natürlich immer noch Gründe, warum es sonst auch Gewinnspiele geben könnte, aber das ist auf jeden Fall fix, diese 2 Gründe. Und je nachdem, was als erstes von beiden erreicht wird, da wandern diese wunderschönen Ohrclips mit rein. Also einmal so als kleiner Ansporn, euren Freunden zu sagen, dass es mich gibt. Und dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten
Teil, wenn wir nämlich gerade bei Längen sind, und ich muss diesen Rock mal kurz vielleicht so ein bisschen zumachen, wenigstens, damit ich ihn euch zeigen kann. Das ist dieser Rock hier. Auch hier fand ich die Länge wirklich ganz, ganz toll. Ich habe das bekommen mit einem passenden Oberteil mit dazu, das ich euch auch gleich noch zeigen werde, separat. Und der Rock, ich gucke jetzt mal, aus was für einem Material der denn eigentlich ist. So hier. Das ist ebenfalls 100% Polyester, aber ein anderes Polyester. Und zwar eins, wo man, finde ich, nicht so schnell drunter schwitzt. Also dieses Kleid ist ja aus so einem ganz glatten Polyester. Und das hier hat so, kennt ihr dieses Krepppapier, mit dem man so in der Grundschule oft Sachen gebastelt hat? Ich glaube, das habe ich auch auf der Internetseite. Krepppolyester stand da, glaube ich. Oder auf Englisch irgendwas ähnliches. Aber ich glaube, das ist korrekt übersetzt, dass es Krepppolyester heißt. Und der flattert schon echt wunderschön. Also es ist wirklich ganz toll, so für den Sommer. Also es ist luftig, obwohl es Polyester ist. Und ich, wie gesagt, nicht so der Polyester-Fan bin im Sommer. Das war wirklich so locker und luftig und ach, und wie sich das bewegt. Ich fand es ganz, ganz, ganz toll. War hier auch super mit der Größenangabe. Ich konnte mich darauf wunderbar verlassen im Endeffekt. Und die Länge fand ich auch hier überraschend gut. Ich glaube sogar, dass es auch ein Stück länger war als das Kleid. Das heißt natürlich nochmal Pluspunkt, weil es einfach eine Länge ist, wo ich sage, das kann man anziehen. Und wie gesagt, dazu gab es auch gleich noch einmal das passende Top. Ich habe es jetzt hier gerade nicht zugeknöpft, sondern es ist offen. Mit so einem kleinen Kragen, ohne Ärmel. Ich habe dieses Oberteil vom Schnitt her, oder ja, doch ziemlich identisch, noch in Schwarz. Das habe ich letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, mal gekauft. Das ist aber hier oben durchsichtig und der rechts ist schwarz. Finde ich auch ganz cool. Das hier ist eben auch einfarbig in diesem, was ist es denn, Bordeaux, Burgunde, Rot, I don't know. Genau wie der Rock. Also es gehört im Endeffekt zusammen. Und nur zur Info, diese Bluse nennt sich übrigens die Bluse Gladys. Der Rock nennt sich Beverly. Das könnt ihr in der Suchleiste im Endeffekt eingeben auf der Seite von Rock'n Romance. Und das Dress ist das Margaret Dress. Also diese drei Sachen bekommt ihr auf jeden Fall auf deren Seite. Die sind auch brandneu quasi. Und ich fand sie wirklich schön. Wie gesagt, es ist für mich immer so ein bisschen schade mit Polyesterklamotten, weil ich persönlich halt immer abwäge. Es ist zwar warm draußen, aber wie warm wird es heute wirklich? Werde ich darin schwitzen? Werde ich darin sterben? Da muss ich immer so ein bisschen gucken, aber das interessiert, wie gesagt, nicht jeden. Es gibt auch Leute, die schwitzen einfach nicht so viel bei heißem Wetter und dann ist es okay. Aber ich bin auf jeden Fall den Schnitten begeistert. Ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, dass bei dem Kleid hieß, es ist ein 50er-Jahre-Kleid. Der Schnitt ist für mich aber eigentlich eindeutig 40er. Vielleicht habe ich auch noch einen Knick in der Optik oder so, aber ich würde sagen, es ist ein 40er-Jahre-Schnitt. Und ja, das ist im Endeffekt auch übrigens das, worauf sich Rock'n'Romance spezialisiert hat, auf Repro-Klamotten im Stil der 40er und 50er Jahre. Und da sind schon auch wirklich Sachen dabei, die schon sehr nah rankommen an Dinge, die man auch wirklich sieht. Wie gesagt, nur der Stoff ist natürlich nicht ganz das, was man halt damals bekommen hat natürlich. Aber sie sehen wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Ich meine, ihr habt das ja gerade gesehen. Also ich finde es wirklich wunderschön, richtig toll. Und mein Highlight ist auf jeden Fall der Rock von diesen drei Sachen. Denn der ist, finde ich, am meisten Sommerlook und so weiter. Wer sich übrigens fragt, woher ich diesen schönen asiatischen Schirm habe, den habe ich ganz billig mal auf einem, ich wollte gerade sagen, auf einem Rummel geschossen. Auf einem Weekender mir gekauft und das ist auch kein, originaler Papier oder so, also mit Papierschirm-Ding, sondern das ist halt auch so ein Polyesterstoff. Aber es sieht ganz süß aus und im Sommer trage ich den gerne mit mir rum. Manche Leute wollen mir mal erklären, dass es nichts bringt, im Sommer damit rumzulaufen. Ich finde, es bringt mir was. Vielleicht ist es so der Placebo-Effekt auch. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich fand die Sachen wirklich ganz toll und ich wollte sie euch zeigen. Guckt gerne bei Rock'n Romance vorbei. Danke an Rock'n Romance dafür, dass ich mir Sachen aussuchen durfte. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, auch meine anderen Videos anzuschauen. Daumen nach oben da lassen, abonnieren und dann sehen wir uns ganz bald zum nächsten Video. Bye.